Dieses Video wird freundlich unterstützt von RhinoShield. Check gerne unten in der Videobeschreibung den ersten Link ab, um zu den sturzfesten Hüllen von RhinoShield zu kommen. Was geht? Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin mal wieder quasi am Ende des Vlogs, denn ich weiß schon, was alles passiert. Wir haben iPhone 12 Dummies als einer der ersten in Deutschland hier im Studio und werden darüber heute mal ein bisschen quatschen und sie mal ein bisschen genauer angucken. Aber wir bauen natürlich auch weiter im Studio, denn es gibt zwei große Lieferungen für Studio. Einmal eine große NAS, wo bis zu 200 Terabyte rein könnten. Die packen wir aus. Dann kommt endlich Felix wieder. Ja, wir müssen ganz ehrlich sein, wir haben Felix tatsächlich ein bisschen vermisst, haben ihn auch so ein bisschen geprankt, oder Jonas? Wir haben ein bisschen? Wir haben Felix gebaut, weil wir ihn vermisst haben. Ja, aber dazu gleich im Vlog mehr. Und ihr seht schon, da kommt ein bisschen Licht aus meinem Zimmer raus. Denn endlich ist auch die Nanoleaf-Lieferung angekommen, sodass ich mein Zimmer auch weiterbauen kann. Fast hätte ich es vergessen. Wir können heute auch noch den Audi e-tron fahren, denn mein Leasing läuft bald aus und ich suche auch so langsam nach einem neuen Auto. Und Felix hat gerade einen Audi e-tron da und den werden wir heute auch noch mal ein bisschen testen bzw. ein bisschen fahren. Aber das alles am Ende des Vlogs. Jetzt erstmal, wie immer, der Q&A-Part. Thomas P. schreibt, könntest du auch mal eine Kostenaufstellung von deinem Zimmer machen? Mich interessiert, wie viel das alles kostet und vor allem die Kleinigkeiten. Jonas, was sagst du dazu? Das wird toll. Das wird teuer, aber was denkst du, wäre es interessant, so ein Video zu machen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre auch für uns einfach mal einen guten Überblick zu haben. Ja, so ungefähr weiß ich, was wir ausgegeben haben. Alleine, weil man ja immer auch die Buchhaltung machen muss, da weiß man ja, was man ausgegeben hat. Und ich meine, das alles hat sich hier, es war wirklich nicht so teuer, alles Ikea. Hier, die Seite sieht ein bisschen anders aus, gerade mit dem Mikrofon. Wir werden ein Video darüber machen. Wenn ihr das wollt, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, ob ihr da Bock drüber bzw. darauf habt. Dann machen wir das sehr gerne mal einfach auch für jedes Zimmer, oder? Einfach für das ganze Studio. Fürs ganze... ich möchte das gar nicht ausrechnen. Okay, nächste Frage. Johannes Simon schreibt, ich bin ja immer noch für eine Magnetwand an der Säule im Wohnzimmer. Was sagst du dazu? Das wäre geil. Und wisst ihr was? Ich habe tatsächlich schon Magnetfarbe bestellt. Nein. Digga, hab ich gemacht. Sie sollte in den nächsten Tagen ankommen und dann können wir die komplette Säule, ich blende mal einfach ein paar Bilder ein, was wir da machen könnten von Pinterest, dann könnte man die komplett anstreichen und dann irgendwie so Bilder ranmachen oder irgendwie was raufschreiben, weil die ist sogar beschreibbar, so wie an so einem Kühlschrank. Das ist ja geil. Übel geil, oder? Wir wollten ja eigentlich Nanoleafs dran machen, aber ich glaube, das ist eine coolere Idee. Und danke, Johannes, für diese Idee, weil dank dir haben wir das Ganze bestellt. Es gibt keine Frage mehr. No. Was ich aber noch sagen möchte, wo wir schon beim Thema sind. Guck mal, Jonas, wir haben fast die 75.000 auf diesem Kanal. Das heißt, das sieht schön aus. Das sieht schön aus. Aber es wäre schön, wenn wir da die 75 glatt zu stehen haben. Das heißt, falls ihr kein Video mehr hier auf dem Kanal verpassen wollt, dann gerne abonniert den Kanal. Hilft mir wirklich enorm, gerade bei nächsten Kooperationen und sonst irgendwas. Ihr wisst, umso mehr Reichweite man hat, desto einfacher fällt es uns auch, groß coole Sachen insgesamt für diesen Kanal zu machen. Da bin ich jetzt einfach mal so transparent. Abonniert sehr gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein Video mehr. Ansonsten geht's jetzt los mit diesem Studio-Vlog. Digga, da ist mir fast mein Handy aus der Hand gefallen. Wo wir beim Thema sind, ich lasse es jetzt nochmal mit Absicht fallen. Was hast du jetzt vor? Aber um nochmal richtig zu zeigen, wie krass diese Hüllen sind, haben wir hier einen Nagel. Jonas, wir werden diesen Nagel in die Wand hauen mit dieser Hülle. Denkst du, das geht? Ich weiß nicht. Ich hoffe einfach, wir werden es sehen. Mein Handy ist noch ganz. Lol. Also die Hülle hat zwar ein bisschen untergelitten, sieht man das? So ein ganz bisschen? Ja. Aber mein Handy geht's noch gut. Also das heißt, falls ihr RhinoShield auschecken möchtet, checkt gerne den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Es gibt auch 20% gerade mit dem Code JONAH20. Aber jetzt let's go mit diesem Vlog. Ja, wir gehen aber in Jonas Zimmer, denn er hat hier ein Paket, was super interessant ist. Ich zeige euch mal, wie das Ganze hier unten aussieht. Ein ganz bisschen verrückt. Was ist hier drin, Jonas? Was ist denn hier drin? Vielleicht auch ein
ein Dummy. Vielleicht das iPhone 12? Wir haben hier ein kleines Setup aufgebaut und ihr werdet definitiv noch sehen, wie das iPhone 12 so aussehen könnte. Ist ganz schön gespannt, aber wir gehen in mein Zimmer, weil es sind eine Menge Pakete angekommen, unter anderem für unseren Server ein großes 12 Bay NAS Setup, was wirklich ganz verrückt ist. Und hier endlich die Nano Leafs, die bei mir da oben noch an die Wand kommen. Und ich würde mal sagen, Jonas, die packen wir jetzt erstmal aus, oder? Bam, zack, das kommt die Reise auf. Eins, zwei, drei, vier. Und die kommen jetzt da oben hin. Ich glaube, das sieht, Digga, einmal so rum. Ich glaube, das könnte so krank aussehen. Geil aus. Es fehlt bloß genau ein Nano-Leaf. Jetzt muss ich noch mal so ein scheiß Ding holen. Aber schreibt mal in die Kommentare. Man kann ja jetzt leider keine Abstimmung mehr machen. Wie findet ihr das? Was sagst du? Ich find's geil. Ich find's richtig nice. Wollen wir mal ein bisschen an den Rand gehen, dass wir mal so schauen können, wie das Ganze von weiter weg ist? Also, dass man hier erstmal das Chaos sieht? Dass man erstmal das Chaos sieht. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel stehen würde, oder warte, ich nehme mal kurz die Kamera. Wenn ich so hier vors Licht gehe und dann hier eine Moderation aufnehmen würde, dann im Hintergrund so ganz leicht die Nano-Leaf sind. Ich glaube, das sieht ziemlich cool aus, oder? Aber eine Sache. Felix haben wir lange nicht mehr gesehen, oder? Der ist die ganze Zeit am Arbeiten. Mal gucken, was Felix so macht. Wett, hast du Felix gesehen? Nee. Wollen wir mal nach Felix gucken? War er nicht gestern auch schon die ganze Zeit am Abend? Ja, gestern war er auch schon die ganze Zeit. Gestern Abend, als ich gefahren bin, saß er da. Heute Morgen bin ich reingekommen, das ist erst, was ich sehe, Felix. Das Komische ist auch, er wollte ja auch nicht mit uns reden. Ja, nee. Wollen wir mal bei Felix reingehen und gucken? Felix! Was ist mit dir los? Du! Felix! Hallo? Ich glaube, er kriegt seine Flasche nicht auf. Er ist vielleicht ein bisschen müde. Vielleicht müssen wir ihm mal helfen. Nee, Felix ist übers Wochenende, nee, die ganze Woche schon in Krefeld wieder. Und Ellie und Felix bauen quasi alles zusammen, dass sie jetzt morgen die Schlüssel für ihre private Wohnung holen. Und wir haben uns jetzt einfach mal den Joke daraus gemacht. Nachher Felix mit einem. Felix so vermisst haben, haben ihn nachgebaut. Aber jetzt geht's zu den iPhone 12 Dummies, also in Felix, in Jonas Zimmer. Bist du gespannt? Ich bin super gespannt. Du bist auch gespannt, oder? Nee, bist du nicht? Okay, tschüss. So, ihr seht hier die bittere Wahrheit nach einem Unboxing. Sieht ein bisschen unaufgeräumt aus, aber was haben wir denn hier Schönes, Jonas? Zeig mal. Einmal ein iPhone 12, ein iPhone 12 Pro und ein iPhone 12 Pro Max. Genau. Also natürlich nur Dummies, aber die zeigen schon sehr gut, wie das Gerät aussehen wird. Weil wir haben gerade ein Unboxing auf Jonas' Kanal hochgeladen. Also wenn ihr das einfach mal auschecken möchtet, dann klickt einfach mal hier oben jetzt in der Infokarte. Da haben wir nämlich ein ausführliches Video zum iPhone 12 gemacht, beziehungsweise zu den Leaks davon. Aber wir können es ja jetzt einfach mal hier auch im Video zeigen, wie das Ganze so aussehen könnte. Ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich. Aber unsere Meinung alleine zum iPhone 12 bzw. zu den Dummies reicht natürlich nicht. Deswegen haben wir hier mal Yvette noch her eingeladen und wollen jetzt dich einfach mal nach deiner Meinung fragen. Was sagst du? Du kennst ja das iPhone 11. Was sagst du jetzt zu diesem Design? Wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, dass wir das iPhone 5 vom Design abschützen. Ist das nicht das iPhone 11 auch? Nein, das ist das iPhone 12. Das sind alles Dummies. Ach so. Nimm es mal in die Hand. Das ist die kleinste Variante von dem neuen. Ah, das ist ungefähr so groß wie das 6er, ja. Oder 7er oder 8er. Vielleicht sogar wie das 5. Hier, das ist das 5er. Das ist im direkten Vergleich. Ah, okay. Also ich mag es super, super gern, dass es halt wieder so eine Kante hat, sag ich mal. Ich auch. Ich mag das so gern. Lache hier. Und besonders das hier, guck mal, zum Beispiel. An, wie ein ja. Zum Glück ist dieses Video von Rhino Shield gesponsert. Weil ich glaube, ohne diese Hülle wäre es jetzt nicht so gut ausgegangen. Aber hier im Vergleich das iPhone 11. Wir können es ja mal testen. das hat noch keine Rhino Shield Hülle. Aber das hier im direkten Vergleich zum also ich sag mal, das ist ungefähr die gleiche Größe wie das, oder? Ja genau, das ist genau die gleiche Größe. Okay, feiere ich. Das Design feiere ich auch anders, oder? Es sieht richtig hochwertig aus.
Also wie gesagt, ich habe das hier schon extrem gemocht. Bist du sold? Möchtest du dieses iPhone auch haben? Ich möchte dieses iPhone ich auch haben. Ich finde es bis jetzt aber so nicht, schick. Aber nicht in weiß. Sondern in schwarz. Ja, wir gucken mal. Mal gucken, wann die iPhones jetzt endlich rauskommen. Wegen Corona gab es ja da auch Verzögerungen. Aber schreibt mir mal gerne eure Meinung. Oder schreibt mir einfach eure Meinung. Oder lieber einfach in die Kommentare, oder? In die Comments einfach. Einfach so reinschreiben, was ihr so von dem Design so findet. Ich mag es tatsächlich unfassbar gern. Wir schauen jetzt mal, was bei unserem Server so abgeht, weil wir haben es einfach getan, ja. Wir haben so ein richtig, richtig großes NAS-System für den Server gekauft. Da passen, wie gesagt, 12 große Festplatten rein. Ich versuche das jetzt hier einfach mal so zu erklären, dass auch wirklich jeder mitkommt. Und an die Leute, die sich wieder zu ernst in den Kommentaren nehmen und denken, dass sie wieder einfach alles besser wissen im Serverbereich, habt euch mal ein bisschen unter Kontrolle. Alles cool. Wir wollen hier ein cooles gemeinsames Projekt machen. Wir machen auch bewusst vielleicht Fehler in den Videos, dass wir mit euch einfach kommunizieren können. Wir wissen nicht alles. Wir sind keine Profis in jedem Bereich. Das heißt, ganz wichtig nochmal hier in dem Thema anzumerken, nur wenn man sich mit einem Thema anfängt zu beschäftigen, kann man auch wirklich gut zu werden, beziehungsweise kann man auch wirklich richtig viel Ahnung davon haben. Aber wir machen jetzt einfach mal das Unboxing von unserem großen NAS-System. So, also let's go. Wundert euch nicht über den Hall. Ist noch ein bisschen, wir bauen hier gerade mal das Studio auf. Jonas, komm mal her. Wir haben hier die große, egal. Wir haben hier das große Paket, was wir jetzt einfach brauchen. Das Messer drin. Oh, jetzt wird den Fässer einfach mal gut. Ja. Alter. So, also das heißt, wir haben jetzt ein Viertel voll. Wir brauchen nochmal dreimal so viel. Gerade nach dem Unboxing sind Ellie und Felix wiedergekommen und sie haben unsere Überraschung gesehen. Felix, wir haben dich so vermisst, wir mussten einen Mini-Felix aufbauen. Ich sehe schon, der sieht auch sehr aus. Ich hatte Beine. Nee, es ist dein Slider. Das ist mein Slider? Ja, das ist dein Slider. Ach du Scheiße. Wir helfen dir auch, dieses auseinanderzubauen. Nee, alles gut. Aber wenigstens ist er geschützt. Zeig mal, was sich alles geändert hat. Komm mal mit. Ja. Guck mal, die Nanoleaf-Abteilung hier. Ah ja, ich hab gerade schon gesehen. Gut. Guck mal, hier ist Spaceship. Ah. Hast du das Netzteil repariert bekommen oder kam neues? Es kam neues. Ah, okay. Aber sonst hat sich hier nicht so viel verändert, außer diese Halterung hier. Und das, muss ich sagen, kann ich dir empfehlen. Die habe ich ja schon im Video gesehen und ich dachte mir, was geht denn jetzt ab? Das musst du dir kaufen. Es ist preis-leistungstechnisch wirklich die beste Klemme, die ich überhaupt jemals gesehen habe. Die Frage ist, gibt es überhaupt bei mir im Zimmer einen Ort, wo ich dauerhaft Licht hinklemme? Nein, nicht wegen dem Licht, aber zum Beispiel wegen dem Unboxing. Wenn du Unboxings machen möchtest, weißt du, das ist wirklich richtig, das ist richtig stabil, das wackelt gar nicht, nichts. Schau, dass du den Monitor schon wieder umgebaut hast. Ich hätte es echt mal interessiert, wie es in echt aussieht mit zwei. Hast du schon entschieden, was du machen willst? Ich weiß es immer noch nicht, also... Was sagst du, Jonas? Ich sag, es ist zu wild. Also ja. Wirklich. Also wirklich? Also im negativen Sinne, ja, und sonst ist es wirklich nicht. Zu viel. Also meine Entscheidung ist mittlerweile auch dabei, dass es eigentlich zu verrückt ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Willst du dann die Halterung nochmal wechseln? Ja, ich werde dann einfach einen anderen Stab ranbauen. Weil ich muss sagen, weißt du, lieber habe ich... Wir gehen ja für die Top-Down-Perspektive. Genau. Du könntest aber auch hier einfach noch für die Kamera so eine Halterung dran machen. Buh! Richtig gute Idee. Stimmt, ja. Dann könnte ich hier oben immer die Kamera so montieren. Hier noch das Mikrofon davor und dann könnte ich hier jetzt immer schnell einen Part aufnehmen. Und du könntest hier auf die andere Seite, könntest du noch einen kleinen Ninja oder so hinbauen. Genau. Alter, Digga. Danke für diese geile Idee. So, aber Ellie ist jetzt auch endlich mal hier und du kannst jetzt auch endlich mal deine Meinung zu Felix zimmern. Ja, vor allem, ich glaube, das muss man einfach mal an der Stelle announcen, weil die Leute es, glaube ich, gar nicht so 100% fertig mitbekommen haben. Ellie hat jetzt ihre Ausbildung abgeschlossen. Jetzt muss ich nur noch meinen Bachelor schaffen. Nee, aber das bedeutet auch, dass sie nicht mehr arbeiten muss. Das heißt, sie ist jetzt ab jetzt häufiger in Leipzig. Eigentlich immer. Wir ziehen jetzt um nächste Woche. Übernächste Woche. Warte, wir müssen noch Kisten packen, eine Menge. Samstag. Ja, dann anderthalb Wochen. Ja, aber was sagst du? Was sagst du? Vor allem, was sagst du zu dem hübschen Bild? Ich muss meine Meinung von den Fotos wiederholen. Ich finde, da hätte ein Hochkantbild hingehört. Aber nichtsdestotrotz ist es ein mega geiles Bild und ich bin übel beeindruckt von der Qualität von den Bildern. Habe ich auch gerade schon bei Jonah im Zimmer geguckt. Geil. Die Druckqualität ist richtig geil. Die ist richtig gar nicht mal so unrecht.
Ja, vielleicht macht man da wirklich ein Hochkantbild. Das ein Hochkantbild. Meinst du, meint ihr, wir sollten dieselbe Größe dann aber haben oder sollte es noch größer werden? Nee, größer. Ja, wir können ja nochmal einen Testprint bestellen. Ja, wäre gar kein Problem. Ja, und das können wir dann auch. Dafür machen wir ja Testprints. Also und macht ja keinen Sinn, einen Testprint zu bestellen und zu sagen, passt, weiter geht's. Genau, und das kann dann aber auch hier drüben hin. So, vielleicht lässt du das Motiv da und wir haben ja noch mehrere Bilder vom Tesla gemacht, aber auch allgemein aus Norwegen, zum Beispiel von den Nordlichtern das Bild, was ich jetzt einfach mal hier einblende. Das könnte dann vielleicht dahin. Passt auch von den Farben zum Grün und so und zum Blau. Und dann hier das Tesla-Bild, aber sind nur Ideen. Lass mal das im Hochkant bestellen, weil das Ding ist, das geht ja eigentlich sogar auch, oder? Ja, würde funktionieren. Also soll ich das direkt mal machen, weil ich muss eh noch Bilder für mich bestellen. So, Location-Wechsel. Wir sitzen hier gerade im Audi e-tron, weil Felix hat ein kleines Spielzeug mitgebracht. Ja, ich darf den gerade zur Zeit für eine Woche testen. Ne? Und ja, da habe ich mir gedacht, kann auch jeder mal eine Runde fahren. Oder? Das ist der e-tron Quattro 50, also der mit dem kleineren Akku. Genau. Aber... Andere Seite. Aber macht tatsächlich viel Spaß und man kommt viel weiter damit, als ich dachte. Oder zumindest ist es viel weniger Stress, mit dem Langstrecke zu fahren, als ich dachte, weil man den richtig schnell aufladen kann. Ja, und eine interessante Sache dazu zu sagen, ist ja, dass ich ja bald den Diesel-SUV abgebe, nämlich im Dezember. Und für den Audi e-tron gibt es tatsächlich richtig interessante Leasing-Angebote. Das heißt, schon so um die 400 Euro kann man dieses Auto hier schon leasen oder auch 350 Euro. Wo kommt man hier in den Gang? Hier, ganz normal, genau, ja? So. Muss ich irgendwas noch beachten, außer kein Fahrrad umzufahren? Man muss ganz ehrlich sein, im direkten Vergleich zum Tesla ist es halt natürlich schon ein bisschen was anderes. Also es fühlt sich halt an wie ein Audi. So, das kann man eigentlich am besten sagen, weil man sieht hier gleich mehrere Infotainment-Sachen, mehrere Displays und auch, die Bremse ist ziemlich direkt, ja. Das ist eine reine Rekuperation. Du kannst es sehen auf dem Display. Solange er in dem grünen Charge-Bereich ist, rekuperiert er nur. Das ist noch... Ja, der rekuperiert richtig stark. What? Darf man hier zu lang fahren? Ich glaube nicht. Push mal, aber nicht bis 142 bitte. Nee, auf 55 gerade. Ja. Fühlt sich jetzt eher ein bisschen an wie im Diesel-SUV und nicht wie im Tesla. Angenehmes Fahren, mehr kann ich gar nicht darüber sagen. Ganz einfach so ein bisschen auf Rolls-Royce angelegt. Ja, man fährt halt super entspannt, wenn ich mal kurz alle Fenster hochmachen kann, dass es dann wirklich mal richtig ruhig hier drin ist. Ist heftig. Man hört, das bleibt auch so ruhig, ne? Man hört einfach nur die Klimaanlage, das Summen davon. Also, ja, muss ich tatsächlich sagen, immer noch sehr interessant. Ah, vorne noch aufmachen, natürlich. Ja, zeig mal den Frank. Ja, wir können gleich mal ein sehr negatives Detail an dem e-tron zeigen. Weil guckt euch mal den Frank vorne an. Also das ist ja wirklich, das ist ja ein Witz. Das ist halt wirklich so unkonsequent, oder? Was hätten die hier für einen riesen Kofferraum nach vorne reinbauen können? Aber naja. Ja, was sagt ihr zum Audi e-tron? Ich finde ihn wirklich interessant, gerade weil es halt so gute Leasingpreise dafür gibt. Wie gesagt, für 400 Euro kriegt man einen Audi e-tron schon mittlerweile geleast. Deswegen, gerade wenn man selbstständig ist, so wie ich, ist es ziemlich interessant, ein Auto zu leasen und nicht zu kaufen. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Sowohl Elektro- als auch Hybridautos interessieren mich. Falls ihr ein interessantes Angebot irgendwo seht, helft mir sehr gerne. Schickt mir den Link einfach auf Instagram. Ansonsten war es das mit diesem Video. Es war mir immer eine Ehre. Macht's gut. Ciao.